So, guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Neues Video von Savage Scooters. Heute geht es um das Projekt 15.3 FatRat oder 15.3 FatRat, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das Objekt der Begierde heute bei uns. Und der Thorsten, ein Kumpel von mir, hat mich gefragt, ich habe total Bock auf so einen dicken Motor, hast du nicht Bock, was zu machen? Da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, da können wir für die Community nämlich was machen. Da können wir nämlich ein schönes Video machen. Was kostet ein Quattrini? Ja, womit muss man rechnen, wenn man Bock auf so einen Motor hat? Und mit der Videoreihe fangen wir heute an. Ich glaube, wir fangen mal mit einem Pörnchen an vom Moped. Und dann steigen wir gleich mal in die Bestandsaufnahme ein, was wir heute jetzt da auf der Werkbank liegen haben an Material und was es kostet. Also, viel Spaß beim Video! Also reden wir Klartext. Ein Quattrini-Motor bzw. ein Motor mit einem 244er Quattrini-Zylinder und der entsprechenden Rahmenperipherie ist wirklich nicht billig. So, bedeutet, was kostet das aber jetzt alles in allem? Ich weiß, viele von euch haben gefragt, was kostet so ein Motor, wenn man den baut? Und da hatte ich tatsächlich auch selbst keine Idee, weil man hat viele Teile liegen, man hat selten alles an Neuteilen auf dem Tisch liegen, um so einen Motor zu bauen. Jetzt ist aber die Situation, dass ein Freund von mir die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat und gesagt hat, ich möchte so einen komplett neuen Motor haben. Hat von der Oma ein bisschen Sparbüchsengeld gekriegt und hat gesagt, komm, mach mir so einen Motor. Und dann habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Da können wir das Ganze auch schön für die Community verwursten und mal zeigen und schauen, was so ein Motor kostet. Der Motor besteht wirklich ausschließlich aus Neuteilen. Das mag man kaum glauben, aber es ist wirklich so. Er besteht komplett aus Neuteilen. Und wenn du einen Motor komplett aus Neuteilen baust, zumindest geht es mir so, den einen oder anderen habe ich schon aus Neuteilen gebaut, dann vergisst du auch immer was. Also das heißt, alles was ich euch jetzt zeige und präsentiere, da werde ich wahrscheinlich sogar noch irgendwas vergessen haben. Kleinigkeiten, Centbeträge, Eurobeträge, die aufs Ganze hinweg natürlich auch was ausmachen, aber die ich wahrscheinlich jetzt in der Menge und in dem Wust von Teilen vergessen habe. Sollte ich beim Videoschnitt später feststellen, dass ich was vergessen habe, dann blende ich euch das genau dann jetzt mit ein, um euch ein genaues oder so genaues Bild wie irgend möglich zeichnen zu können, was der ganze Scheiß kostet. Und der Kram ist wirklich teuer. Als ich die Teile bestellt habe, ist mir wirklich schlecht geworden, weil das erste Mal in der Form war, dass ich einen Motor in dieser Preisklasse komplett neu bestellt habe. Einige, die mich länger verfolgen, wissen, wie meine Meinung zu dieser Entwicklung ist. Die halte ich tatsächlich für ziemlich bedenklich, weil Vespa-Fahren hat meiner Meinung nach nicht mehr viel damit zu tun, was früher den Otto-Normalverbraucher ausgezeichnet hat, nämlich billig von A nach B zu kommen. Vespa ist mittlerweile meiner Meinung nach ein Hobby für besser Betuchte oder Gutgestellte. Das ist sehr schade, aber es ist wie bei allem, Harleys, Oldtimern, da ist die Tendenz die gleiche, die Preise gehen einfach nur in eine Richtung und das ist nach oben. Also, dem Zeitgeist werden wir uns jetzt mal anpassen und werden jetzt mal aufdröseln, was wir hier so haben. Ja, womit fangen wir an? Also ich versuche von vorne nach hinten oder von oben nach unten oder von rechts nach links durchzugehen, systematisch, kategorisch, damit ihr der Sache auch folgen könnt. Alles, was an Kursen aufgerufen wird, blende ich euch ein und am Ende machen wir mal einen großen Kassensturz. Wobei der Witz ist, ich muss ja die Katalogpreise auch erstmal, oder beziehungsweise die Shoppreise auch erstmal recherchieren dann, nochmal fürs Video. Das heißt, ich werde am Ende vom Video gar nicht wissen, wie teuer der ganze Kram am Ende geworden ist, beziehungsweise erst beim Videoschnitt.
Von daher werde ich dann mal total aufgeregt und gespannt tun am Ende. Boah, das ist aber teuer. Nicht wissend, wie der tatsächliche Preis dann aussieht. Also, so viel schon mal vorab. Am Ende wird es auf jeden Fall eine Überraschung geben für den einen oder anderen. Und der ein oder andere wird wissen, worauf er sich einlassen wird, wenn er einen Motor haben möchte zwischen 30 und 40 PS oder auch über 40 PS, je nachdem, wie er dann die Konfiguration auslegt. Also, fangen wir an. Eben hatte ich das schon mal gesagt, viel Spaß beim Video. Das wird eine interessante Reise für mich und für euch hoffentlich auch. Ja, dann beginnen wir mal mit dem Hauptakteur. Das ist der Quattrini-Zylinder. Das ist der 244er aus dem Hause Quattrini. Wie ihr sehen könnt, neu, ungebraucht, mit Schaumstoffresten oder mit Styroporresten in den Rippen. Was man dazu braucht, also dieser Zylinder liegt bei 690 Euro im Einstand. 690 Euro. Dazu braucht man diverse Fuß- und Kopfdichtungen, weil man ja anschließend, wenn man den Motor zusammenbaut, auch die Steuerzeiten anpassen will. Und hier ist es so, dass ich mit den Kopf- und den Fußdichtungen, das ist eine Fußdichtung, eine traditionelle, und das ist eine Kopfdichtung. Sieht man an den Aussparungen für die Überstromkanäle. Am Kopf hast du das natürlich nicht. So, mit diesen Unterlegscheiben, überdimensional gesehen, mit diesen Spacern, werde ich den Zylinder in der Höhe im Fuß und im Kopf verändern können, sodass ich anschließend die Quetschkante und die Steuerzeiten einstellen werde können. Also hier haben wir den Hengst der 200er Klasse, den Quattrini 244 für 690 Euro und eine dieser Dichtungen liegt bei 6,90 Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück an der Zahl habe ich gekauft, also 7 mal 6,90 Euro. Dann wisst ihr in etwa, was ihr so grundsätzlich benötigt, um die richtigen Steuerzeiten ermitteln zu können. Es geht weiter im Text. Wenn man einen Motor braucht oder baut und braucht, dann braucht man natürlich ein Gehäuse. Das ist das Malossi-Gehäuse. Ich zeige euch das natürlich auch alles ein bisschen detaillierter in den kleinen Zwischenpörnchen. Dieses Gehäuse neu liegt bei 959 Euro. Zylindergehäuse. Als nächstes bräuchte ich dann eine Kurbelwelle, die die Kraft der Explosion in das Getriebe weitergibt. Da haben wir uns für eine Vollwange von Kingwelle entschieden. Diese liegt bei 600, in der Ausführung, da könnt ihr euch natürlich auch ein bisschen mit den Wolframgewichten und so weiter, da könnt ihr euch individuell beraten lassen von Kingwelle, die sagen euch, was sinnvoll, was brauchbar, was gut, was schlecht wäre. Hier legt ihr ungefähr 600, 610 Euro auf den Tisch, aber ich muss euch sagen, nach den Erfahrungen, die ich jetzt mit Kingwelle gemacht habe, sowohl in der Produktion, in der Qualität, in dem Kundenservice, ja, gibt es für mich keine anderen Kurbelwellen mehr, die ich fahren möchte, wenn ich einen Membranmotor fahre, weil Kingwelle baut leider keine Drehschieberwellen mehr. Also Kingwelle für diesen Motor 65er Hub, nee, Entschuldigung, 62er Hub, 65er Hub hatte ich gestern, 62er Hub, Vollwange, Vollwange deshalb, weil bei dem Malossi-Gehäuse der Einlassbereich etwas vorgelagert ist und dadurch das Gemisch besser in den Brennraum und in die Richtung Überströmer strömen kann, sodass du dort keine Probleme hast mit dem Strömungsverhalten. Das heißt, die Welle als solche steht nicht wirklich im Weg. So, eine Kurbelwelle hat zwei Seiten, einmal links, einmal rechts. Die Fahrerseite, also die linke Seite, benötigt eine Kupplung. Entschieden haben wir uns für eine King-Kupplung. Auch da muss ich sagen, für mich mittlerweile ganz klar die Benchmark in dieser Klasse. Ich hatte noch nie eine King-Kupplung. Ich fahre jetzt seit 2200 Kilometern diese King-Kupplung und es gibt für mich nichts Besseres. Diese Kupplung ist über jeden Zweifel erhaben und ist von der Fertigungsqualität und von der Fertigungsgüte einfach ein Traum. Legst du bei 590 Euro, gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, gibt es in Stahlkorb und in Aluminiumkorb. Also für die ambitionierten Racer, die es gerne leichter auf der Kurbelwelle haben wollen, gibt es die Aluminium-Variante, die könnt ihr dann dazu wählen. Was wir brauchen auf der Kupplung ist ein Ritzel. Dafür haben wir ein DRT-Ritzel,
von der Firma DRT. Das ist das Klassische aus dem alten Design, was wir hier benötigen. Warum wir das benötigen, erkläre ich euch gleich noch ein bisschen oder im Laufe des Videos oder der Videoreihe. Wir haben uns entschieden für einen 25er Kupplungsritzel, gerade verzahnt, weil der Motor über jeden Zweifel erhaben ist, was die Kraft und das Drehmoment anbelangt, so eine lange Übersetzung aus dem Stand hinaus auch nach vorne zu schieben. Das kostet, ich blende es ein, weil ich es aus dem Kopf nicht weiß. Dazu gibt es etwas, das ist noch ein bisschen geheim, das ist eine Nebenwelle. Diese Nebenwelle hat einen kurzen dritten und einen ultrakurzen vierten Gang. Warum diese Nebenwelle, werde ich oft gefragt. Ich fahre nur noch diese Nebenwelle, weil die Spreizung der einzelnen Gangräder deutlich verbessert ist und du ein höheres Nenn- oder eine höhere Nenndrehzahl hast, wo du vom zweiten in den dritten und vom dritten in den vierten Gang einsteigst und dadurch ein deutlich harmonischeres Entfalten der Motorleistung auf dem Hinterrad hast und der Motor nicht gefühlt diese 5, 6, 700 Umdrehungen aus dem Keller rausdrehen muss, um in den Bereich zu kommen, wo er Kraft hat. Dafür ist diese Nebenwelle. Und diese Nebenwelle ist von der Firma BGM. Die wird es jetzt zukünftig zu kaufen geben. Ich bin sehr froh und sehr stolz, dass ich die bekommen habe. Vorab, um sie genau jetzt in diesem Motor zu testen. Das heißt, BGM wird in Zukunft auch für euch Nebenwellen haben in verschiedensten Konfigurationen. Das ist eine sehr spannende Nummer und da kann ich euch nur sagen, haltet da mal die Augen offen. Was die kostet, blende ich euch auch ein, weil den Preis kenne ich tatsächlich selber noch nicht. So, und wenn du über eine 25er Grad verzahnte Primär sprichst oder über eine Kupplung sprichst, dann brauchst du natürlich auch ein Primärrad. Das ist das 62er Grad verzahnte Primärrad von der Firma BGM. Ja? Und das überträgt quasi die Kraft der Kupplung auf die Nebenwelle. Kostet, blende ich euch ein, weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Ich glaube, es um die 40 Euro. Naja, ihr seht ja den Preis. Ne? Braucht ihr zwingend. Jetzt überlege ich, Zündung. Zündung ist noch nicht da, die hat Lieferschwierigkeiten. Zündung wird bei 300 Euro liegen. Also das kann ich euch nur einmal, die kann ich euch nicht zeigen. Ich habe leider nichts da, weil nicht lieferbar. Zündung 300 Euro, Zündung haben wir, Kurbelwelle haben wir, Kupplung haben wir. Dann gehen wir jetzt mal oben aufs Gehäuse, oben drauf, gehen wir zum Ansaugbereich. Also Ansaugbereich, MRP-Ansauger ist für mich eine gegebene Größe, hochwertigste Qualität. Wisst ihr selber, die ihr jahrelang selber schraubt und macht und tut und die es nicht wissen, MRP ist das Mittel der Wahl. Der Ansauger liegt ungefähr bei, also auch nicht ganz günstig, aber dafür hochwertigste Qualität, kannst du einbauen, ist immer gerade, zieht keine Fremdluft, hervorragend. Kann ich euch tatsächlich nur ans Herz legen. Was kommt in den Ansauger rein? Eine Tassi. Eine Tassi V-Force 4, die liegt meines Wissens bei 110 Euro. Was sie tatsächlich kostet, steht hier. Da, das sind halt so Dinge, die habe ich nicht alle auf dem Schirm, so ein Gehäuse und ein Zylinder, sonst merkst du dir, aber bestelle ich nicht so häufig, von daher, aber Beste, was geht. Vergaser, 35er Mikuni, hat sich für mich mittlerweile zu meinem Lieblingsvergaser herausstilisiert, weil das ist so ein gutmütiges Schaf, der lässt sich so sensationell gut abstimmen. Da muss ich tatsächlich sagen, habe ich mich lange vor gescheut, große Vergaser anzunehmen. Ihr wisst ja, ich bin ein SI-Fan, aber der 35er Mikuni ist wirklich ein sehr, sehr gutmütiger Vergaser. Ich sage jetzt, der Motor, ihr seht, der Motor ist noch in Teilen. Ich sage euch jetzt schon mal meine vermutete Wurfbedüsung und wir gucken mal am Ende, wenn wir die Leistungsmessung machen auf dem Prüfstand, wo wir tatsächlich gelandet sind. Meine Wurfbedüsung, geschätzt jetzt, ist Hauptdüse. 320, Nadel 56 mit der Clip und Nebendüse 20. Wir gucken mal am Ende, wo wir landen. Der hier liegt bei 230 Euro vom Preis her, also auch etwas hochpreisiger. Allerdings kommen da noch kleinste Modifikationen dran. Luftfilter muss sein. Luftfilter kostet, ja, sollte bei der Ansauggröße schon tatsächlich sein. Die weiteren Dinge, die an diesen Vergaser drankommen, sind von meinem lieben Freund Wolfgang und von Crazy Monkey.
einmal der Deckel. Der Vergaser baut ziemlich hoch auf. Moment. Der Vergaser baut ziemlich hoch auf. Der hat eine ziemlich große Bauhöhe. Und um den sicher unter die Backe zu kriegen, ohne dass du alles kaputt klopfst, musst du den Originaldeckel abnehmen. Und dann nimmst du den Deckel von Crazy Monkey. Und das Ganze ist entsprechend flacher dargestellt. Und die Anlenkung des Zuges wird über diesen Deckel auch von senkrecht auf waagerecht umgelenkt. Also Standardbauteil. Ne? Dazu, und das muss ich sagen, da streiten sich wirklich die Gelehrten. Die einen sagen, braucht kein Mensch. Die anderen, so wie ich, ich bin also einer von den anderen, sagen, mittlerweile nicht mehr ohne. Also das ist der Monkfisch. Der Monkfisch ist die Verbindung zwischen Vergaser zu Gummi. Und der sorgt dafür, dass der Vergaser so bombenfest sitzt und du keine Stoßkante hast zwischen Ansauger und Vergaser, sodass das Gemisch sich da nicht verwirbeln kann. Der Vergaser bleibt da, wo er soll, nämlich auf dem Gummi. Er kann nicht runtergedrückt werden, ist sehr formstabil. Da hast du nie wieder Probleme mit runtergedrückten Gummis.